Ja, Freunde, was haben wir schon alles im Verlauf meiner Exposed-Reihe erlebt? Vor inzwischen 1,5 Jahren habe ich auf die Thematik der Livestreams aus Pflegeeinrichtungen hingewiesen und dabei, wie ihr wisst, nicht nur positive Kommentare geerntet. Zuletzt ging ein Fall aus Nürnberg medial ziemlich viral, denn unter anderem der BR hat über den Fall berichtet, bei dem dieser Streamer phasenweise ganze Nachtdienste live gestreamt hat und dabei insgesamt 19 Patientendaten gedoxt hat. Klickt auf jeden Fall hier oben irgendwo mal auf das i, da kommt ihr zum aktuellen Fall, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ja, nicht nur die Livestreams aus den Pflegeeinrichtungen gehen auf der Plattform TikTok viral, sondern auch aus anderen Bereichen des Gesundheitswesens, zum Beispiel ganz aktuell aus Arzt- bzw. aus Zahnarztpraxen. Ja, und ich verstehe es ja inzwischen selbst auch kaum, wie man nach all den Presseartikeln und nach all meinen Videos noch weiter diese Livestreams auf TikTok abhalten kann. Meine Kollegen lieben mich, die Patienten lieben mich. Ich bin, wie ich bin. Ja, und jetzt mal ganz ernsthaft, wer guckt sich so ein Content überhaupt an? Ja, Freunde, ich find's einfach nur komisch, da der letzte Fall uns gezeigt hat, dass neben der datenschutzrechtlichen Thematik auch das Strafrecht eine große Rolle spielt und dass diese Streamer womöglich sogar ihr Staatsexamen verlieren können. Das heißt, die können dann faktisch nie wieder in der Pflege arbeiten. Ziemlich hoher Preis also für diese Livestreams, oder? Da kann man halt hin und wieder schon seine ganze berufliche Karriere aufs Spiel setzen. Ich meine ja nur. Und ich sag's euch quasi schon mehr als dreimal in jedem Video. Die Sicherheit der Daten ist unfassbar wichtig. Auch wenn einige Zuschauer immer mal wieder behaupten, naja Kevin, was willst du denn mit diesen Daten? Da kannst du doch sowieso nichts mit anfangen. Oder? TikTok und auch andere Plattformen, wie zuletzt auch X, ehemals Twitter, behandeln eure Daten alles andere als gut. Naja, und neben den Namen der Patienten konnte ich in den unzensierten Livestreams ebenfalls deren Diagnose und sogar teilweise die Patientenfallnummer erkennen. Und um den Folgen dieser Datenlecks entgegenzuwirken, kann ich euch an dieser Stelle Incogni empfehlen, den Partner des heutigen Videos. Ist nämlich gar nicht mal so nett, wenn eure Daten irgendwo im Internet rumschwirren und Kriminelle damit Schindluder treiben. Datenbroker zum Beispiel vertreiben eure Daten an Dritte. Was unter anderem negative Auswirkungen auf eure Schufa haben kann. Incogni zwingt diese Datenhändler, Websites und Co. in eurem Namen die Daten aus dem Internet zu löschen. Und das Beste daran, weigert sich der Datenhändler die Daten zu löschen, geht Incogni im Zweifel sogar gerichtlich dagegen vor. Auf dem Dashboard könnt ihr den Prozess live verfolgen und bekommt regelmäßige Reports, was Incogni wieder erfolgreich hat löschen lassen. Das Gute an der Sache ist, mit dem Code Kevin sparst du aktuell 60% auf den Jahresplan. Hol dir also deine Anonymität im Internet zurück und lade dir jetzt Incogni unter dem ersten Link in der Videobeschreibung herunter. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Video. Ja, liebe Leute, wenn ihr meine letzten Exposed-Videos gesehen habt, dann wird euch der erste von beiden Fällen heute wahrscheinlich bekannt vorkommen. Da geht es nämlich mal wieder um eine alte Bekannte, die aus dem OP-Bereich livestreamt, dabei lebenswichtige Gerätschaften wie Beatmungsmaschinen checkt und das alles noch in Videoform für die Weltöffentlichkeit festhält. Und ja, genau, das war die Pflegekraft, die folgenden, wie ich finde, legendären Satz gedroppt hat. Darfst du das filmen? Ich filme mich und ich filme die Kaffeemaschine. Ich filme doch mich. Das ist mein eigener Datenschutz. Sie ist ihr eigener Datenschutz. Ich finde das für so Merchandise geil, oder? Ich bin mein eigener Datenschutz. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da, wenn ihr das feiern würdet. Ja, und diese Ansicht von ihr widerspricht halt nur minimal geltenden Gesetzen, aber komm, schwamm drüber. Diese TikToker haben leider oft ihre eigenen Vorstellungen von Recht und Unrecht. Und dieser Take der Streamerin, sie sei ihr eigener Datenschutz, ist im Verlauf ziemlich schlecht gealtert. Zumal das nicht mal die provokanteste Aussage war, wie ihr im Verlauf des Videos feststellen werdet. Denn was mich auch in diesem Fall wieder nachhaltig schockiert hat, ist die Tatsache, dass sie selbst angibt, ja, jahrelange Erfahrung in dem Job zu haben und sogar Führungsverantwortung hat. Ich bin Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivtherapie. Ich bin seit 42 Jahren im Job. Ich bin Bereichsleitung im ambulanten Anästhesie-OP. Was bedeutet Bereichsleitung? Na, du bist für den Bereich der Anästhesie, bist du Chef. Führungskräfte, die livestreamen. Sowas hatten wir doch bei der Helios-Gruppe schon mal, oder? Also es können alle Klugscheißer gerne mal hospitieren kommen. Wäre eine super Sache, würde mich freuen. Ich bin Praxisanleiterin, herzlich willkommen. Ja? Tja, manche Kollegen werden auch nach 42 Dienstjahren nicht schlauer. Was mich hier aber besonders stört, ist, dass sie Bereichsleitung ist. Das ist doch ein Witz, oder? Im Verlauf wirkt sie aber, vermutlich durch den neu gewonnenen TikTok-Fame, wie ich finde, etwas abgehoben. Seht einfach selbst. Ich bin hier so ja die Stecherin vom Dienst. Ich Geschäftin und die, mein, und wenn ich was sage, ist das Gebot. Und wer nicht hört, der darf ihn mal
rausgehen und wieder runterkommen. Ja, meine Pflegestreamer, ich hab sie alle lieb. Sympathisch wie eh und je. Kritik über Kritik stapelte sich bei den phasenweise 400 Zuschauer starken Stream. Eher was die Streamerin scheinbar aber gar nicht so sehr irritierte. Tut mir leid, du kannst ja gerne das X drücken, denn siehst du mich nicht sitzen. Und ich trink so ja noch Kaffee. Ciao. Dafür werde ich bezahlt und dafür zahlst du meine Steuern. Besonders diese Überheblichkeit ist doch einfach nur zum Kotzen, oder? Und da finde ich schon ein bisschen ironisch, dass sie noch Folgendes anfügt. Meine Kollegen lieben mich, die Patienten lieben mich, ich bin wie ich bin. Und schwarze Schafe gibt's überall. Das ist wohl wahr. Ja, ich hätte da so ein schwarzes Schaf gefunden, um ehrlich zu sein. Es ist ja eigentlich wie immer. Inzwischen weiß ich ja auch, wie diese Pflegekräfte, die Livestream, auf unsere Kritik reagieren. Trotzdem habe ich immer noch so ein Fünkchen Hoffnung, dass es in dem Fall nochmal anders sein könnte. Ja gut, was sagt die Streamerin dazu? Schrecklich. Na dann drück doch den X. Oder soll ich dir die Tür zeigen? Kann ich gerne machen. So. Blockieren. Bestätigen. Stummschalten. Stummschalten. Wir haben dem jungen Mann oder wer auch immer das war, die Tür gegeben und geschlossen und der kommt nie wieder rein. So bin ich. Was mich neben der arroganten Art und Weise, wie diese Streamerin mit ihren Zuschauern spricht, noch viel mehr nervt, ist die Tatsache, dass sie live im Stream auf TikTok lebenswichtige Medikamente und lebenswichtige Gerätschaften checkt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Ganze steigert mein Vertrauen in das sowieso schon kaputte Gesundheitssystem nicht besonders, oder? Ach, warum geht das nicht hier? Testbeutel nicht angesteckt. Ah ja. Hier ist der Fehler. Machen wir gleich wieder testen. Test wiederholen. Ja, und auch im Verlauf ist die Streamerin nicht besonders einsichtig, wie ihr im folgenden Clip seht. Keine Ahnung, warum man sich immer für alles rechtfertigen muss. Es ist ja mein Leben. Ich bin mein eigener Datenschutz, Leute. Das ist mein Stream, mein Datenschutz, mein Handy. Ja, dein Stream, aber das Leben der Patienten. Merkst du was? Und ganz kurzer Reminder, das ist hier kein frischer Azubi oder irgendeine Pflegekraft, die keine Ahnung hat. Das ist eine Bereichsleitung mit 42 Jahren Berufserfahrung. Da hätte ich jetzt einfach ein bisschen mehr erwartet. Naja, aber gut, du bist ja auch dein eigener Datenschutz. Aber bitte droh nicht wieder, mich zu verklagen. Das hast du bereits schon mal gemacht. Kam aber keine Post. Ich habe ja drauf gewartet. Ich muss euch mal was sagen. In dem Moment, wo man sich im Internet ein Handy anmeldet, ist eh schon der Datenschutz vorbei. In dem Moment, wo man irgendwo einen Telefonanschluss hat, Alter, bist du doch eh schon da. Ihr immer mit euren Datenschutz. Die Presse berichtet seit Jahren über akuten Personalmangel und schlimmen Zuständen in Krankenhäusern und du hast nichts Besseres zu tun, als während der Arbeitszeit live zu streamen und dich dann noch so unterirdisch zu verhalten. Respekt. Leider weiß ich bisher nur, dass sie aus München kommt. Das hat sie ja auch immerhin selbst gesagt. Guten Morgen aus München. Ich arbeite in München. Sollte irgendwer diese Streamerin kennen oder irgendwelche relevanten Informationen haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber Leute, das war lediglich ein Fall von vielen, die ich aktuell versuche aufzuklären. Wir kommen aber jetzt mal zu einem anderen Fall, der mindestens genauso komisch ist. Ich sag dir eingangs, es wird nicht nur aus Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen gestreamt, sondern auch aus Arztpraxen. Wie auch der folgende Fall zeigen wird. Leute, wenn ihr so arm seid und keinen Menschen habt für die Anmeldung, dann tut es uns leid, aber wir sind nicht so eine arme Praxis. Genau, und dieser Stream wird bei uns auch starke Schmerzen hervorrufen. So viel sei schon mal gesagt. In dem Fall von vor wenigen Wochen streamten drei ZFAs aus einer Zahnarztpraxis mit folgender Begründung live auf TikTok. Müsst ihr gar nicht arbeiten, wir haben gerade Leerlauf. Erstmal, Deno, haben wir Freilauf. Und wenn du nicht weißt, du bist ja noch kein Arzt, ist doch scheißegal. Warte dann nur schlaue Fragen. Ja, und dass genau das eben nicht so egal ist, das haben meine letzten X-Post-Videos gezeigt. Vor allen Dingen, weil diese Streamerin zusätzlich noch arrogant, überheblich und irgendwie, naja, nicht besonders ein gutes Bild von der Pflege bzw. von diesen Berufen verkaufen. Ist ja jetzt auch irgendwie nicht so, als würde man bei Ärzten ein gewisses Vertrauensverhältnis erwarten und sich gut aufgehoben fühlen wollen. Ich weiß nicht, wie sehr dieser Stream dazu beiträgt. Ja, und ich dachte mir einfach nur, wenn diese drei ZFAs da live streamen, muss das doch der Chef irgendwie tagsüber mitbekommen. Dürft ihr live gehen oder weiß der Chef, dass unser Chef ist im Urlaub?
Ach so, der Chef ist im Urlaub. Ja, dann kann man sicherlich mal live streamen. Schade eigentlich, weil ich hätte schon gern mal gewusst, was euer Chef zu eurem Stream gesagt hätte. Nahezu alle Zuschauer des Livestreams, in dem Fall im Peak um die 800, beschwerten sich über das Verhalten der Streamerin, da diese wirklich alles dafür getan haben, die Arztpraxis möglichst asozial zu verkaufen. Und die Reaktion auf die Kritik ist ähnlich wie im ersten Fall wieder on peak. Bitteschön. Voll oberflächlich. Wir sind so, weil ihr so dumm schreibt. Wenn ihr netter schreiben würdet, wären wir auch netter. Ach, gar kein Bock mehr, ganz ehrlich. Die Leute sind nein, ich will lesen. Die sind halt behindert. Guck mal, was hier reinkommt. Nein, lass trotzdem lesen. Im Verlauf habe ich mir den ganzen Streamer angeschaut, weil ich hatte irgendwie so im Gefühl, dass die Streamerinnen dann doch an einen Punkt kommen, wo sie vielleicht Einsicht zeigen. Nee, Spaß, Bruder. Ist Quatsch. Wann habt ihr Pause? Wir haben noch keine Pause. Wann habt ihr Pause? Jetzt gleich haben wir Pause. Wir sind immer noch im Aufenthaltsraum bei uns und nicht in irgendeinem Praxisraum, du Dödel. Geht arbeiten, halt's Maul. Ich weiß nicht. Der Stream will mir einfach irgendwie nicht sympathisch rüberkommen. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspunkt, denn auch in diesem Stream hat man mal wieder sich irgendwie schwer getan, seinen Arbeitsort oder seinen Arbeitgeber zu nennen. Ich meine, wenn ihr doch erlaubterweise livestreamt, könnte man das doch problemlos machen, oder? Wo ist eure Praxis, sagen wir nicht. Woher kommt ihr, sagen wir nicht. Ja klar, ihr dürft auf der Arbeit livestreamen, euch asozial verhalten, den Datenschutz missachten, Arbeitsrichtlinien missachten, aber Antworten auf die Frage, wo ihr arbeitet, nee, das kann man nicht machen. Irgendwo ist auch mal gut. Ich meine, ich bin auch mein eigener Datenschutz. Tja, was soll ich euch sagen? Auch in diesem Fall, ich meine, das Video heißt nicht umsonst Exposed ungelöst, konnte ich nicht wirklich herausfinden, wo die Streamerinnen arbeiten. Da hätte ich aber gerne mal gefragt, wie dieses Verhalten und diese Streams wirklich beim Arbeitgeber ankommen. Aber er ist ja im Urlaub, dann passt das schon. Besonders ekelhaft in diesem Fall finde ich, dass zwei der drei Streamerinnen tatsächlich noch Auszubildende sind, wie sie selbst auch bestätigen. Mädels, bin auch zur DevAbschnitt. Jetzt nochmal machen? Nein, Lara, niemals. Würdet ihr das nochmal? Aber die sind noch in der Ausbildung, deswegen. Ja, cool auf jeden Fall. Da ist die nächste Staffel meiner Exposed-Videos auf jeden Fall gesichert, wenn jetzt schon die Auszubildenden an ihrem Arbeitsplatz lernen, wie man am besten livestreamt und dabei sich möglichst asozial verhält. Ich meine, Content habe ich damit auf jeden Fall genug. Tja, Leute, was sagt ihr zu den zwei Fällen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschö. Tschüss, Leute. Danke, dass ihr alle da wart und danke für die Geschenke. Wir sehen uns. Ciao, ciao.